Servus meine lieben Profis und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft auf der Nintendo Switch. Ich muss das Mikro hier so ein bisschen rüberschieben, das finde ich in Ordnung. Aufnahmetechnisch ist heute so überhaupt nicht mein Tag, merke ich schon. Wir machen heute weiter bei der Burg und dem Treppenhaus und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Aufnahmetechnisch vorhin Animal Crossing aufgenommen. Erstmal ins Spiel lief gar nichts. Also es lief so beschissen, wie es nur laufen kann. Und dann, gerade, wo ich Minecraft starten wollte, starte ich die Map. Und was passiert? Ich kriege einen Fehler. Ich kriege eine Fehlermeldung, dass er die Map nicht laden konnte. Und ich denke mir so, nein, nein. Minecraft will mich jetzt auch noch verarschen, dachte ich mir in dem Moment. Aber beim zweiten Anlauf ging es dann zum Glück. Ich hoffe, bei Super Mario läuft es gleich nicht ganz so beschissen. Das wäre schon ein Träumchen, wenn das da wenigstens halbwegs gut laufen würde. Genau, wir haben beim letzten Mal noch Birken gefarmt, wie wir hier unschwer verkennen können. Ja, das, ne? Und ich muss sagen, es ist ein bisschen stressig gerade für mich, diese Woche vor allem. Ich glaube, solange wie Animal Crossing noch nicht durch fertig aufgenommen ist, schaffe ich es nicht, zweimal die Woche Minecraft und Super Mario, beziehungsweise halt mein Endlos-Projekt und mein Hauptprojekt aufzunehmen. Das klappt, glaube ich, so nicht. Weil ich halt mit Animal Crossing super viel zu rendern habe. Habe ich so selber nicht erwartet, aber ist in Ordnung. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Aber Animal Crossing ziehe ich jetzt auch tatsächlich durch. Es wird lange dauern. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Oder beziehungsweise sollte zumindest keine neue Info für euch sein. 200 Folgen werden es. Ich bin bei, weiß ich nicht. Ich hoffe, bin ich mittlerweile im Moment, ich kann mal kurz gucken. Okay, fertig gerendert habe ich bis Folge 48. Ich habe aber insgesamt noch 6 Videodateien auf dem Monitor. Ne, 7. 7 Videodateien, davon einige 2, einige 3 Folgen lang und einige eine Folge nur. Also ich bin mittlerweile über 50 Folgen. Das ist auf jeden Fall Fakt, selbst wenn die alle nur eine Folge sind. Aber wir müssen mal schauen. Wir müssen einfach mal schauen, wie es wird. Ach ja, stimmt, da habe ich ja schon Druckplatten gesetzt. Da war ja was. Müssen wir mal schauen, wenn die Folgen alle durch sind. Ich bin ein bisschen froh, weil ich es dann privat für mich in Ruhe spielen kann. Ich muss sagen, wenn jetzt nochmal irgendwie ein Animal Crossing rauskommen würde und ich bin halt voll berufstätig in dem Sinn und mache das hier jetzt nicht irgendwie als Nebenjob wirklich. Also sprich, ich bin wirklich Vollzeit tätig und nicht Halbzeit. Ich glaube, ich würde mich dagegen entscheiden, Animal Crossing als Let's Play zu machen. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde mich ernsthaft dagegen entscheiden. Einfach, weil es ziemlich stressig ist, 2 Videos täglich zu machen, wenn man noch einen Job hauptsächlich zu erfüllen hat. Das funktioniert nicht. Das ist schwierig für mich persönlich. Wer weiß, ob es mit meinem zu... Ja, stimmt, ich wollte... Ja, okay. Ich weiß wieder, was ich wollte. Ich wollte neues Werkzeug machen. Ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn ich anderes Equipment hätte, sprich, dass ich theoretisch streamen und gleichzeitig aufnehmen könnte und eventuell halt einen zweiten Rechner beziehungsweise halt einen Mac hätte, der dann Videos rendert, sprich, dass ich wirklich aufnehmen und rendern gleichzeitig kann. Auf einem Rechner geht das nicht, weil Rendern immer den PC auf 100% auslastet und das bedeutet natürlich, dass du kein bisschen Leistung mehr über hast fürs Spiel, für die Aufnahme. Und das funktioniert natürlich dann leider nicht. Aber gut. Huch. Ich wollte eigentlich alles mitnehmen, nicht nur einen. Das soll da rein. So. Jetzt kann ich ja zumindest hier... Zumindest hier die Spitzhacken machen, die ich brauche, um den Thronsaal weiter auszuheben. Naja, gut. So, machen wir mal weiter. Thronsaal ausheben, das wird schon. Wie gesagt, also 2 Videos täglich und das ohne, dass man gleichzeitig aufnehmen und rendern kann, sprich also, dass man wirklich für beides die Zeit braucht und nichts parallel laufen kann. Ist es hart, 2 Videos täglich zu machen. Das klappt bei mir in dem Sinne nicht. Zumindest nicht mit dem Qualitätsstandard, den ich liefern möchte. Wäre es mir relativ egal.
wird halt viel Arbeit wegfallen und die Dateien werden wahrscheinlich auch ziemlich klein oder beziehungsweise kleiner. Also die Renderzeit wären auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß, wenn ich auf die Qualität so ein bisschen weniger Acht geben würde. Aber dann bleibe ich lieber bei weniger Videos in Zukunft erstmal, bis das Equipment auch danach passt oder ich halt meine Zeit dafür habe, statt dass ich viele Videos raushaue, die qualitativ dann einfach bescheuert sind. Da habe ich ja dann irgendwie so ein bisschen meinen privaten Stolz dabei. So blöd das jetzt vielleicht auch klingt, aber es ist einfach so. Naja. Aber es wird schon werden. Ich sage ja, ich plane ja im Moment wirklich mir irgendwann vielleicht ein MacBook oder ein Mac Mini zu holen zum Videos schneiden und rendern. Und der könnte dann theoretisch nebenbei laufen, während ich aufnehme. Das wäre ja dann kein Problem mehr. Eventuell geht es mit Final Cut Pro X auf dem Mac dann dementsprechend auch schneller. Das kann sein. Das weiß ich leider nicht. Ob das ganze Ding dann schneller rendern kann oder sonst was. Das wird man dann aber sehen. Und das würde einiges einfacher machen. Oder wenn ich zum Beispiel auch im Stream aufnehmen könnte, wäre es halt auch ziemlich cool. Das würde jetzt zwar jetzt nicht meine Produktivität steigern im Sinne von, es gibt mehr Videos oder ich habe halt mehr Zeit für Videos, aber ich könnte halt, was ich länger schon wieder vorhab zu streamen, trotzdem machen, trotz dass ich Let's Plays mache. Im Moment würde es nicht gehen. Im Moment hätte ich nicht das Equipment, gleichzeitig aufzunehmen und zu streamen. Und ja, das wäre schön, wenn ich das in Zukunft machen könnte, weil dann könnte ich halt trotzdem streamen, obwohl ich Let's Plays mache. Im Moment, ich könnte halt entweder das eine oder das andere, aber ich hätte halt nicht genügend Zeit dafür. Moment. Also genau, ich hätte halt echt nicht genug Zeit für beides gleichzeitig. Also, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe da, glaube ich, auch schon so öfter mal drüber geredet, so in den Videos, wo ich spekuliert habe, wegen Anschaffung von einem Mac und solchen Geschichten. Da werdet ihr wahrscheinlich schon einiges mitgekriegt haben. Häufig damals noch, wo wir auf dem anderen Bauplatz waren, wo wir, wie heißt's, in der Wüste Sandstein gefarmt haben. Da habe ich das häufig auch erwähnt. Vielleicht erinnert ihr euch daran. So, zack, zack. Huch. So schnell gehen die Spitzhacken hier durch. Mein Gott, und ich sehe auch gerade schon, ey, wir haben bald wieder die 10 Minuten voll. Das ist die 10-Minuten-Marke, die magische. Ne? Gut, bei mir ist es relativ egal. Ich kann sowieso keine Werbung schalten. Ja. Es wird hier, glaube ich, noch ein bisschen stressig hier, das Ganze, wobei es geht. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, irgendwie hier den Boden zu behalten. Also, dass wir halt hier den Boden quasi immer wieder rausholen. Ups, da gehörte der nicht hin. Ja, und ich muss auch leider Gottes zugeben, ich habe mich die letzten Tage ein bisschen ablenken lassen. Ja, ich werde mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne Namen zu nennen. Es ist eine Person in mein Leben getreten, die mir ziemlich viel Lebensqualität wiedergibt, was ich sehr gut finde. Und da habe ich mich dann doch ein bisschen manchmal ablenken lassen, auch die Videos zu rendern. Ich meine, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so im Verzug sein. Im Moment bin ich ein bisschen, ja, näher im Verzug nicht, aber ich habe viele Rohdateien auf dem Rechner, weil ich fast täglich Animal Crossing aufnehme, aber nicht täglich Animal Crossing render. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen habe ich super viele Rohdateien auf dem Desktop, die ich eigentlich gerne alle rendern möchte. Aber wenn man sich dann doch ganz gerne mal hinreißen lässt, mit dieser Person, die man da kennengelernt hat, DVD zu spielen, wird es schwierig, aber ich bereue nichts. Ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann selber entscheiden, wann ich welche Pflichten zu erfüllen habe. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr froh, diese Zeit dann auch da investiert zu haben in diese Person, die mir da im Moment so gut tut. Das, ja, ich bereue da also nichts. Ich habe zwar ein bisschen was nachzuholen, aber es ist in Ordnung. Und es wird halt weniger stressig sein, wenn ich jetzt mich nicht entschieden hätte, täglich Animal Crossing zu machen. Also generell das Spiel als Let's Play zu machen. Das ist schon etwas stressig. Aber naja, ich denke, das schaffen wir auch noch bis 200 Folgen. Ich meine, letztendlich ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel werden wir wahrscheinlich jetzt fertig haben. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen es dann sind, wenn ich die Rohdateien fertig habe. Aber
über ein Viertel haben wir auf jeden Fall schon mal von dem Projekt fertig. Und wenn ich jetzt mich dran halte und täglich wirklich die zwei Videos aufnehme und das auch alles schaffe zu rendern und so weiter und so fort, dann sollten wir damit eigentlich irgendwann durch sein. Also irgendwann so oder so, aber dann sollte es eigentlich auch relativ zügig gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann freue ich mich, Animal Crossing privat weiterzuspielen, nicht als Let's Play. Also da bin ich dann doch schon sehr gespannt drauf. Ich glaube, dann schaffe ich auch weitaus mehr in dem Spiel, wie wenn ich jetzt so spiele als Let's Play. Aber naja. Aber gut. Ich sag ja, ich muss einfach noch ein bisschen durchhalten, was die Zeit angeht. Dann habe ich beruflich auch das erreicht, was ich erreichen möchte. Und dann kann ich mich ziemlich viel auf Streamen und Aufnehmen konzentrieren und dass wir da ein bisschen mehr vorankommen. Naja, ich erzähle jetzt immer so oft, weil ich diese Zeit ziemlich ersehne, dass da mal was, dass ich da mal vorankomme und zu diesem Status komme, wo ich hin möchte. Aber ist okay. Da kommen wir hin und dann sind wir alle glücklich darüber und dann haben wir, ihr habt ganz viel Neko, ich habe ganz viel von euch und wir alle sind glücklich. Ich glaube, das wird eine tolle Zeit, wenn wir da angekommen sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, drei Schichten noch. Wir können eigentlich mittlerweile pennen gehen, fällt mir gerade mal so auf. Uff. Hoppala. Ich hätte jetzt fast die Nacht hier durchgearbeitet, so ein Mist. Ja, okay, so lange ist noch nicht Nacht. Alles im grünen Bereich. So, aber wie immer erinnere ich euch dran, trinkt einen Schluck. Trinken ist wichtig und gesund. Auch ich habe hier wieder meinen halben Liter Wasser stehen, der so in so einer Stunde Minecraft-Aufnahme immer ganz gerne mal drauf geht. Ich hoffe, ihr macht da fleißig mit. Das wäre doch mal ein cooles Ding. Euch immer schöne Flasche Wasser dahinstellen und immer ein schönes Schlückchen trinken, wenn ich mich dran erinnere. Glaubt mir, in ein paar Stunden könnt ihr dann ziemlich oft auf Toilette rennen. Geht mir nämlich nach dem Aufnehmen immer so. Dann, wenn ich Videos rendern möchte, muss ich ständig auf Toilette. Naja, egal. Aber egal. Moment, der Schmelzofen hinten ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr aktiv. Ergo. Ich kann meine Kohle einköhlern. Oh, das war sogar richtig. Ich wollte gerade sagen einschmelzen, aber einköhlern ist dann doch, oder beziehungsweise köhlern ist dann doch irgendwie ein bisschen richtiger. So. Und jetzt machen wir mal weiter den Dingens frei. Den Raum hier. Da habe ich mich jetzt echt ein bisschen festgebissen. Ich möchte ganz gerne hier den Raum zumindestens von der Grundfläche frei haben, dass wir in der Höhe gucken, wie weit es hochgeht. Naja, da ne, wird die Zeit dann zeigen, beziehungsweise wenn ich soweit bin, werde ich mich damit beschäftigen. Weil noch weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie hoch die Deckenhöhe sein soll. Ich habe ja gesagt, irgendwas so zwischen 8 bis 10 wäre wahrscheinlich eine gute Höhe. Also das wären jetzt schon 3. 4 komme ich noch dran. 5 komme ich noch dran. 6 komme ich noch dran. 7 komme ich noch dran. Ich glaube, an 8 komme ich nicht mehr dran. Ich glaube, 7 wäre so das Höchste, was ich dran komme, ohne dass ich mir hier einen zweiten Boden reinbauen muss, damit ich höher mit der Spitzhacke komme. Wir können ja dann erstmal 7 ins Auge fassen, weil das vom Arbeitsaufwand am einfachsten wäre. Und entweder passt's und wir sind glücklich, oder es passt nicht und wir müssen uns einen höheren Arbeitsaufwand machen. Aber das ist ja egal. Themen habe ich übrigens diese Folge mal wieder nicht vorbereitet, weil es einfach nichts an Themen gibt, was mir so einfallen würde. Außer, ja, über Corona zu reden, aber da habe ich ja schon mal was zugesagt. Also das ist halt irgendwie so ein Thema, was einfach immer noch medienpräsent ist wie sonst was. Und gibt es weder ein aktuelles Thema, worüber ich reden möchte, noch irgendwie was anderes, Privates. Außer irgendwelche Pläne, die ihr schon so ein bisschen kennt. Wobei, ja, okay, das eine ist eigentlich noch nicht spruchreif, da muss ich mal gucken. Ich werde mich demnächst wahrscheinlich damit beschäftigen, also so im Mitte August rum, wenn so der 24-Stunden-Stream geplant oder vielleicht sogar schon rum ist, werde ich planen oder mich halt umgucken, dass ich mal einen
Bisschen Kamera-Equipment kriege ich. Ich bin am überlegen, mir eine schöne GoPro zu holen und ein passendes Mikrofon, so ein Knopfmikrofon, was man sich auch im Motorradhelm reinmachen kann. Für so ein paar Motorvlogs in dem Sinne, dass ich halt quasi einfach ein bisschen rumfahre, ein bisschen über irgendwas quatsche. Da müsste ich dann halt zum Beispiel Themen vorbereiten oder sonst was. Und einfach mal schauen, was passiert, damit auf meinem Zweitkanal auch mal so ein bisschen was losgeht. Hätte ich Lust drauf. Aber vielleicht sollte ich das Vloggen erst auf eine andere Art und Weise anfangen. Hatte ich ja schon mal gesagt, ich habe mir ja auch extra als Handy, wo ich halt quasi alles auf einem Gerät machen kann, das iPhone 11 Pro Max geholt. Damit ich halt wirklich ein Gerät habe, auf dem ich alles machen kann. Sprich, also die Vlogs aufnehmen, die Vlogs schneiden, Vlogs rendern. Gut, das gehört meistens miteinander zu. Und da hochladen kann, dass theoretisch wirklich alles von dem Handy auskommen kann, was auf meinem Zweitkanal erstmal am Anfang passiert. Da habe ich mich ja bewusst für entschieden. Klar, es wird nicht die beste Qualität sein, die wird natürlich mit besserer Kamera und einem besseren Kameramikrofon und so weiter, geht das natürlich alles besser. Gar keine Frage. Aber es wird zumindest erstmal die Qualität sein, wo ich sage, okay, habe ich Bock drauf, kann man machen. Na? Und also um erstmal zu gucken, ist dieses Vloggen überhaupt was für mich oder ist das überhaupt nicht meins? Ich stelle es mir prinzipiell erstmal sehr lustig vor. Es wird wahrscheinlich Überwindung sein, vor einer Kamera zu quatschen, statt jetzt hier so am Rechner zu sitzen und Selbstgespräche zu führen. Und ich denke, da wird es für mich auch fast am einfachsten sein, aber ich möchte ungern halt, wie gesagt, so viel Geld in Equipment investieren, wenn ich das sowieso nicht aktiv mache. Aber ich glaube, für mich von der Überwindung her einfacher wäre es wirklich so einen Motorvlog in dem Sinne zu machen, dass man hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt quasi ein Video, Helmkamera, Ich-Perspektive, wir fahren eine Runde rum und ich quatsche über irgendwas. Dass man halt so auf dem Kanal anfängt, wäre für mich von der Überwindung her am einfachsten, wäre aber wahrscheinlich vom Content her eher langweiliger als das meiste andere. Und ich schätze, die meisten von euch würden auch sagen, ja, wieso so viel Geld in Kamera-Equipment investieren? Weil ich meine, naja, so ein Mikrofon, so ein Knopfmikrofon, ein gutes, was man sich in den Helm packen kann, kostet auch so seine 50 bis 70 €. Und naja, wenn man dann noch weitergeht und die Kamera halt haben möchte, Richtung GoPro oder sowas, ist man beim Geld halt auch mal schnell für die Kamera bei 350, 400 €. Und das halt für ein Hobby zu investieren, von dem man nicht mal weiß, ob man überhaupt Bock drauf hat, ist eigentlich dumm. Na, also, das kann man glaube ich so sagen, das wäre schon ziemlich, ziemlich doof. So. Hier haben wir Andesit, den hole ich mir jetzt mal hier komplett raus. Alles, was wir an Andesit hier oben finden, will ich haben. Kann alles gerne später mit Cobblestone aufgestockt werden. Aber das ist wichtig. Andesit ist im Moment für uns wie Gold. Also, ne? Wir haben ein bisschen was zu machen. Einmal hier der komplette Thronsaal, der Boden muss aus Andesit werden. Dann haben wir ja noch den gesamten Turm. Den Turm, der ja unser Treppenhaus ist. Der Boden da soll aus Andesit sein. Und demnach ist das Zeug hier gerade für uns pures Gold. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das wäre so eine Idee, die ich vor kurzem hatte. Zumal ich ja auch ein bisschen so Roadtrip-mäßig was machen möchte. Ich habe zu Hause einen Yamaha-Roller, einen 50-Kubik-Roller, der 23 Jahre alt ist. Und der hat damit sogar noch eine 50er-Zulassung, was ziemlich cool ist. Gut, mit Toleranz fährt der sogar vom Werk aus ein bisschen schneller als 50, aber ist halt alles im Rahmen der Toleranzen. Und ja, das finde ich tatsächlich super, dass der so, also dass er halt diese Lizenz, also die Zulassung hat, so schnell fahren zu dürfen. Weswegen ich den auch niemals abgeben würde, also ganz ehrlich, da bringt mich nichts zu, den irgendwann mal abzugeben, gar nichts. Aber ich habe Lust, hab Lust. Ich bin Lust. Ich habe Lust, vielleicht auch so ein paar Projekte zu dem Thema zu machen. Also weil es wahrscheinlich auch ein paar Leute gibt, vor allem vielleicht auch jüngere Leute, die es interessieren würde. Das Thema, ja, generell das Thema Rollerfahren, welcher Roller und so weiter und so fort. Aber halt auch natürlich die technischen Wartungen und so weiter. Gibt es sicher einige Leute unter euch, die es vielleicht interessieren würde. Oder vielleicht jetzt nicht unter euch, sondern vielleicht die Leute, die dann halt meinen Zweitkanal dadurch finden. Und ich habe halt Bock, mit so einem Ding auch mal einen Roadtrip zu machen. Also halt erstmal mit Strecken innerhalb Deutschland anfangen, die halt ein bisschen größer sind und dann irgendwann auch mal ins Ausland mit dem Ding zu fahren. Mal gucken, wo es hingeht. Lust hätte ich auf jeden Fall.
Ah, mein Gott, ey. Ich bin hier auch wieder zum passenden Zeitpunkt am Ort, ne? Das ist doch. So muss das sein. Genau, dann haben wir hier das, da, das, das da, das da rein. Kies, ne, Kies ist hier so ein Abfallprodukt, das brauchen wir nicht. Genauso wie dieses blödsinnige Zeug. Und das hier. Andesit haben wir mittlerweile einiges, genau. Da wollte ich ja den hier rausmachen. Und nein. Die falschen Äxte gemacht, die falschen Werkzeuge gemacht. Leg das wieder ab. So.